Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Glocker Talk. Heute habe ich mir einen Mann eingeladen, der eigentlich die Inkarnation des wirklichen Schweizer Diplomaten ist. Eines Diplomaten, wo auch der Thomas Bora hätte sehr viel lernen können. Herzlich willkommen, Victor Jacopo. Hallo. Herr Jacopo, Sie haben einen Film gedreht, Ernstfall in Havanna. Ich muss jetzt schon lachen. Das ist schon ein Point offenbar, der Titel. Also Sabine Boss hat ihn gedreht, ich bin mit dabei gewesen. Ja, aber Sie sind die tragende Rolle dort und Sie verkörpern eigentlich den Schweizer Diplomaten, wie ich mir vorstelle. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, sagen wir mal jetzt von Harry Hasler, von Uli Maurer und von Freddy wegzukommen und zu sagen, ich bin eigentlich Diplomat? Ja gut, ich bin es ja nicht, sondern ich hatte die Idee, weil die Story eine realistische Grundlage hat, die an sich schon komisch ist. Also die Schweiz vertritt die Interessen der USA in Havanna. Aber die USA hat dort eine voll eingerichtete Botschaft mit Personal, obwohl die zwei Länder keinen Kontakt haben, diplomatisch. Und das ist in Realität so. Und die Schweizer vertreten die Interessen der USA. Das heisst, der Schweizer Botschafter ist der Chef von den Amerikanern dort. Das ist ja allein schon komisch, weil man sich nicht vorstellen kann, dass, wenn es einen ernsthaften Konflikt gibt, der Schweizer Botschafter den Amerikanern Anweisungen gibt. Und das ist die Grundlage und das hat mich zu einer Story inspiriert. Und die habe ich dann zusammen mit dem Domenico Blass geschrieben, das Drehbuch, von einem stellvertretenden Botschafter, der dort ein bisschen... Das ist ja irgendwo auch das Geheimnis, weil der Stellvertreter ist ja immer noch viel obrigkeitshöriger als der Chef. Ja, natürlich. Der Stellvertreter erfüllt natürlich auch in einer Filmdramaturgie eine Funktion. Er kommt stärker unter Druck, weil er ja nicht der Chef ist und etwas macht, was der Chef nicht will. Das wäre etwas zu vergleichen wie Sie mit dem Franka Meier, oder? Wenn er weg ist, dass Sie etwas machen und der Franka Meier ist nicht da und erlaubt das nicht. Das ist etwas zu vergleichen mit dem. Aber im Gegensatz zum Franka Meier haben Sie auch noch einen wunderbaren Mitpartner, nämlich der auch als Chauffeur auftritt. Und ich muss deshalb so lachen, weil es sind einfach Szenen drin, die... Der Mike Müller ist das, um mal den Namen vom Partner zu zeigen. Ich meine, wenn man schon den Franka Meier genannt hat, können wir auch Mike Müller sagen. Genau, Mike Müller. Ja, finde ich auch. Aber dieser Mike Müller ist eben auch so faszinierend, weil der macht dann auf so Kleinigkeiten aufmerksam, dass zum Beispiel die Bundeshauptstadt der Schweiz nicht Genf ist, sondern Bern, wo dann der Stellvertreter sagt, jetzt ist es nicht so wichtig, wenn der Amerikaner sagt Genf, dann ist es Genf. Ich meine, Sie haben ja das, auch dieses Flughafengebäude dort, es sieht ja aus wirklich wie Havanna. Aber Sie haben es ja, glaube ich, nicht dort drehen dürfen. Nein, gedreht haben wir in Santo Domingo. Wir hätten gerne den ganzen Film in Havanna gedreht, natürlich. So, der Originalschauplatz ist immer viel besser. Sabine Boss und Ruth Waldburger, Produzentin, haben das auch abgeklärt. Man hat das Drehbuch auf Kuba geschickt, in spanischer Version. Und die haben uns dann zurück übermittelt, dass sie diesen Stoff nicht können, mithelfen zu produzieren. Bevor wir weitergehen in dem Stoff, schauen wir ganz kurz den Trailer an von Ernstfall in Havanna. Schauen wir uns den schnell an. Buenos dias. Mein Name ist Stefan Balsiger, Consejero de la Embajada Suiza. Das ist doch der amerikanische Senator, was? Was macht denn in Kuba? Wow, did you see that old Chevy? Mr. Senator, there are witnesses who saw you entering the home of Swiss diplomat Stefan Balsiger. Pero que es la única chance que tengo de salir esta mierda. Das ist ja ein Aufstieg vom Zuhälter zum Hehler. Jesus H. Christ. Steve, you should have stopped it. Herr Bausiger, ist das nicht Teil mit dem Disziplinarverfahren? And there's no to be using that secret language of yours. Du, Stefan, ich glaube, wir erleben jetzt hier eine Geldgeschichte. Hast du das gedacht, dass wir beide... Bruno, könnte ich bitte ein bisschen Ruhe haben? Merci. Und das Drehbuch lag dann also bei Fidel Castros Getreuen in Havanna auf Spanisch.
Ja, ich weiß nicht, wie du das gekommen ist. Wahrscheinlich nicht ins Vorzimmer von Fidel Castro. Aber die haben das angeschaut und gefunden, nein, so einen Stoff können wir nicht drehen. Erstens mal kommt eine Frau vor, das ist Prostituierte. Ja. Das gibt es nicht in unserem Land, haben sie gesagt. Zweitens will die noch ausreisen und das gibt es auch nicht in unserem Land. Dann ist uns also nichts anderes übergeblieben als einen anderen Ort zu suchen. Und Santo Domingo war sehr ein guter Ort gewesen. Es werden dort noch etwa Filme gedreht, die in Kuba spielen. Aber wir wollen uns noch einen Ausschnitt anschauen. Einer meiner großen Lieblingsausschnitte ist genau die Ankunft des Amerikaners. Abgeholt wird der vom Stellvertreter. Der Flughafen, den habt ihr aber in Santo Domingo wirklich so gebaut, als ob man denkt, es ist Kuba. Mhm. Ja, es ist Havana. Der zweitgrößte Flughafen in Santo Domingo. Und dort haben wir natürlich all die alten Autos. Schauen wir uns das schnell an. Schauen wir uns ganz schnell den Ausschnitt an, okay, wo der Amerikaner kommt und sie ihn abholen. Das ist einfach nur ein kleiner Flieger für so einen wichtigen Gast. Der ist doch inkognito da. Ich sag dir eins, der Jesse F. Russell wird mal noch mit der Air Force No. 1 in der Welt rumfliegen. Der Präsident? Ist der nicht mit der Schauspielerin zusammen? Nicht mehr, schon wieder geschieden. Er findet sicher gleich eine neue. Mr. Senator, Stefan Balziger, on behalf of the Swiss Embassy, it's my very great pleasure to welcome you to Havana. I'll be looking after you during your stay. That's terrific. Back in Washington, I'm hearing good things about what you boys are doing down here. Rüek. What's that he said? Rüek. That's his name. Well, with you Swiss guys for company, I should be pretty safe around here. We do our best. I bet you do. Otherwise, your boss in Geneva will have something to say, am I right? Ban. What'd he say? Actually, our boss is in Bern sometimes, but of course, he's a lot in Geneva too. That's what I just said. Der Flughafen. Jetzt haben wir alle gesehen. Das, eben, wie gesagt, hat man ein bisschen ummodeln. Also das hat natürlich die Regisseurin Sabine Boss gemacht und das Team. Die haben die Plakate aufgehängt, den Schriftzug. Und es ist etwas Interessantes passiert, wo wir nämlich am Drehen waren, ist der echte Botschafter, der kubanische Botschafter in Santo Domingo an den Flughafen gekommen, zufälligerweise, und wollte abfliegen auf Havanna. Und wahrscheinlich hat er im Moment gedacht, er sei schon zu Havanna. Vielleicht ist er ein bisschen, und dann hat er sich dann erkundigt und die Regisseurin Sabine Boss hat dann mit ihm geredet und er hat dann gesagt, warum dreht er das nicht bei uns in Kuba? Und sie hat ihm dann das erklärt, warum nicht. Und dann hat er gesagt, was ist denn das für ein Film? Und dann hat sie ihm gesagt, ja, es ist halt eine Satire. Da kommen die Amerikaner dran, die Schweizer, aber eben auch die Kubaner. Und dann hat er dann relativ reserviert gesagt, okay, ich wünsche uns noch viel Erfolg und ist dann abgeflogen. Flug von dem Pseudo-Havanna ins richtige Havanna. Aber es gibt auch Szenen, die habt ihr wirklich in Havanna gedreht. Also Szenen nicht, aber unser Kameramann, der Rolli Schmid, der hat in Havanna Totalen gedreht. Also zum Beispiel das Hotel, wo am Schluss dann die Schlusspressekonferenz ist, draussen noch an sich, das ist echt. Auch am Anfang die ganze Titelsequenz, das ist echt, das ist Havanna. Der Film an sich, muss ich ein großes Kompliment machen, kommt nicht als Schweizer Film daher. Also der normale Schweizer Film hat entweder Licht- oder Tonprobleme. Und man merkt irgendwie, dass an der Ausstattung doch irgendwie gespart wurde. Der Film kommt eigentlich, hat einen sehr internationalen Standard. War ja, das Budget mich, so hoch? Oder? Das freut mich, dass man die Fehler nicht merkt, was eben doch drin hat. Aber das merke ich, glaube ich, aber nur mir. Aber es stimmt, er kommt wahrscheinlich ein bisschen anders daher. Er kommt natürlich auch so daher, weil er an einem exotischen Ort dreht ist. Ein Schweizer Thema, ein Schweizer Stoff, aber an einem exotischen Ort. Der Film hat etwa 3,3 Millionen gekostet. Das ist für die Schweiz nicht unbedingt sehr wenig, aber es ist sehr wenig im internationalen Vergleich natürlich. Also da würden wir jetzt vielleicht den Hairdresser von der Julia Roberts zahlen mit dem. Ja. Wir haben einen ganzen Film damit gemacht und
Man musste sehr aufpassen, also auch, dass uns das Budget nicht aus den Fingern geglitten ist. Also das hat die Produktion vor allem müssen machen. Und wir haben es sehr geschafft. Wir haben 6 Wochen in Santo Domingo gedreht. Wir haben zum Teil einen 10-Stunden-Tag gehabt. Es war heiss gewesen, aber mit einem Team, das echt Spass hatte. Aber ihr wollt den Film ja schon auch international jetzt platzieren. Nein, es ist ein Schweizer Film. Also er ist nicht gedacht, das hat mich viele Leute gefragt und gesagt, ist jetzt das die grosse internationale Karriere? Ja. Nein, es ist ein Schweizer Stoff. Und die Anspielungen, die drin vorkommen, die sind schweizerisch und man muss auch die Schweizer Verhältnisse ein bisschen kennen. Natürlich schauen dann auch Ausländer und offenbar mit Vergnügen. Also viele Deutsche, die ihn schon gesehen haben, sind auch bei dem Schweizer Stoff nachgekommen, haben Vergnügen gehabt. Und er wird zum Beispiel im Januar im Filmfestival in Saarbrücken wird er laufen, in Deutschland. Aber geplant ist er wirklich für die Schweiz. Aber der Röstigraben wird jetzt überwunden? Ja, hoffentlich, das sehen wir mal, weil das ist sehr schwierig. In der Regel laufen deutsch-schweizer Filme gar nicht im Weltschland. Ja. Aber weil wir ja jetzt schon, es ist glaube ich der zweite erfolgreichste Schweizer Film bisher. Also wir haben glaube ich, im Moment etwa 315'000 Eintritte und das ist sehr viel in der Schweiz. Das wäre dann wenn nur ein Dessert, es wäre wenn nur eine Zugabe, wenn es jetzt im Weltschland auch wieder klappt. Wir hoffen es noch. Vielleicht schafft ja der Joseph Theiss doch wieder irgendeine mit einer diplomatischen Affäre für ein bisschen Werbung für euch. Genau, wir haben ja sehr eine gute PR-Kampagne gehabt. Wir haben ja die Bohrer-Affäre lanciert in Berlin. Dann die Botschafter-Affäre Friedrich in Luxemburg. Das ist ja ein ehemaliger Botschafter in Kuba. Ja. Oder? Und wir haben all diese Affären losgetreten, damit unser Film ein bisschen mehr PR hat. Also ich finde, das habt ihr wirklich auf den Punkt genau getroffen und insofern natürlich auch, dass ihr das im Weltschland... Dass es nochmal eine Affäre gibt, genau. Ja, und könnte ich mir fast vorstellen, dass sowas passieren kann. Weil meistens ist das Verrückte ja das, die Realität ist ja viel verrückter. Ja, als das ist häufig so wie die Satire. Ja. Was man sich ausdenkt. Wie sind Sie überhaupt zur Satire gekommen? Das ist eine göttliche Berufung. Unabhängig von der Göttlichen. Ich bin Veturiella ab dem Rossgate und dann ist mir der Herrgott erschienen und hat gesagt, du sollst... Nein, irgendwie hat man das in sich oder nicht. Also ich habe in der Schule wahrscheinlich schon Ansätze, also schon daheim habe ich Ansätze zur Satire gehabt. Ich habe immer das, was meine Mutter über ihre Tante gesagt hat, wenn die Tante nicht da war, habe ich das nochmal wiederholt, wenn die Tante da war. Und das hat einen gewissen satirischen Effekt gehabt. Indem die zwei dann verkracht sind für etwa 10 Jahre. Und ich habe gemerkt, also, Satire kann verändern. Ja, klar. Nein, und ich habe schon früher eine Comedy gemacht oder ich habe die Lehrer imitiert und so Sachen. Das hat man irgendwie in sich und man hat Spass an dem. Und man hat, ich habe Freude, weil das eine Kunstform ist, wo man selber einen Standpunkt kann reinnehmen kann. Ja. Oder? Ohne Standpunkt geht Satire nicht. Das geht nicht, das stimmt. Aber interessant ist vielleicht einer meiner Lieblinge, also sind natürlich... das alte Ego eigentlich von Victor Jacopo, ist der Uli Maurer. Ja. Ich meine, auch die Bewegung, wie er sitzt, der Uli Maurer. Das ist aber einfach meine Liebling. Ja. Wie bereitet sich der Victor Jacopo auf den Uli Maurer vor? Ja, wenn man in diesem Land lebt, wird jeder darauf vorbereitet, nicht nur ich. Oder? Ich meine, erstens, das ist eine Partei, die sehr präsent ist und wo Erfolg hat, das muss man sagen. Es ist eine Partei, wo die politische Agenda bestimmt in diesem Land, ob man dafür ist oder nicht. Und darum kommt auch die Satire nicht an dem vorbei. Die Satire greift immer das auf, was aktuell ist, und wo, also die politische Satire. Und es gibt einfach Leute, die man nicht an anderen vorbeikommt. Aber schauen wir mal jetzt rein, und zwar, das ist wunderbar, ist erschienen eine Dreierbox gleich, also Ernstfall in Havanna. Und dazu meine großen Lieblinge, Victors Universum Teil 1 und Victor Universum Teil 2. Und jetzt schauen wir uns zunächst mal an, aus Victors großem Universum, den unvergleichbaren Charakterdarsteller Uli Maurer. Also, gerade du, Uli, wo du weißt, wie der Laden im Bundeshaus läuft, du bist der richtige Mann, um den neuen SVP-Nationalrat zu sagen, wo es lang geht. Wenn ich nämlich fusionshalber an der Session nicht teilnehmen kann, dann musst du dich nicht führen. Genau, ich bin der Chef. Blödsinn, du bist der Präsident, der Chef bin ich. Ganz genau. Du informierst jetzt den Neuen, damit wir während der nächsten 4 Jahre die sozialistische FDP gemeinsam bekämpfen können. Ja, da sind wir nämlich dagegen.
Damit mich die neuen Fraktionsmitglieder nicht sehen, verstecke ich mich jetzt dort hinter dem Paravan. Ich habe dich dann von dort aus am besten unterstützt. Schau doch um, kannst du es reinlassen, los! Liebe Frauen und Männer, ich möchte Sie... Das ist nicht der Bloch! Nein, das ist doch der Dings da. Also eigentlich schon damit gerechnet, dass ich heute mal den Christoph Bloch... Der andere ist es nicht, da bin ich sicher, aber... Gegen Sozialschmarotzer! Als Präsident der SVP Schweiz? Komm, du, ich bin noch nicht lange in dieser Ding, dieser Politik. Das nicht der Fünfischwil, wenn es mir einfach auf die Liste geht. Aber dass der Christoph Blocher Präsident ist, das weiss ich also. Auf jeden Fall gegen Sozialschmarotzer! Jedenfalls können Sie jetzt Fragen zum Parlamentsbetrieb stellen. Der Uli Maurer. Schauen Sie sich denn bei diesen ganzen Figuren, die Sie darstellen, schauen Sie sich die in Persona an oder per Videos oder per Fernsehen? Lassen Sie es checken, von wem, wer liest Sie gegen, wie Sie läuft? Ja, man kommt so Imitationen kommt man eigentlich eher zufällig. Also das geht auch Walter Andreas Müller so, oder der Birgit Steinecker, wo finde ich die besten Impersonators sind. In der Schweiz. Man hat entweder jemanden drauf oder nicht. Und irgendwann macht man dann mal und dann schaut man, kann man mit dem Äußeren einigermaßen gewisse Ähnlichkeit auch noch anbringen. Es gibt solche, die sind so weit von einem weg, dass man das nie schafft. Wen würden Sie jetzt nicht schaffen? Ja, also zum Beispiel ein Guspe zum Beispiel. Oder, der wäre nasenmäßig fast. Ja, da müssen wir etwas modulieren natürlich. Ich meine, wir tun ja Nasen modulieren bei uns. Oder? Und, wir hätten zum Beispiel nie gedacht, dass der Roger Schawinski sich den würde schaffen vom her, aber das hat man mit den Maskenbildnerinnen und so auch geschafft. Und man studiert es natürlich schon ein bisschen, wie die redet, aber man kann nicht von null auf angehen. Man kann nicht zum Beispiel zu einem angehen, zum Walter Andreas Müller und sagen, du machst jetzt den, also spielen. Sondern irgendwie muss er dann auch finden, habe ich den drauf oder nicht. Oder, aber Sie erfinden ja auch neben realen Personen auch wirkliche sozusagen Phantombilder. Ja. Also die, ich will jetzt mal sagen, wirkliche Phantombilder, die wir aber alle kennen. Mhm. Also jeder von uns kennt mindestens einen Harry Hasler. Mhm. Jeder von uns kennt auch sicher einen Freddy. Mhm. Und von dem Freddy schauen wir uns doch kurz diese Sequenz an. Freddy und die Olympiade. Okay. Und Anspruch, komm Freddy. Hopp. Jetzt ist, ja, ist super. Jo. Freddy Hinz, Sie sind in dieser Disziplin die Hoffnung für die Schweiz in Sydney. Ja, weisst, jetzt wird ich da so hochgejubelt, oder? Und am Schluss geht's mir so wie am Bernie Günther. Also der Stress da ist also langsam ein psychologisches Problem für mich. Hast du mir nicht einen Tranquilizer? Sie haben offensichtlich ein gutes Betreuerteam. Gibt es auch ein Vorbild für Sie? Ja, der Polo Hofer. Und das Lebensmotto, wo Sie sich vor einem Wettkampf in Erinnerung rufen? Mens sana in Marihuana. Wenn man Sie so anschaut, dann würde man Sie nicht gerade als Modellathlet bezeichnen. Das ist nur, weil ich relativ spät in den Spitzensport eingestiegen bin. Also wenn ich früher gewusst hätte, dass ich so viel leichter an Stoff herankomme. Freddy Hinz, momentan trainieren Sie ja voll für die Olympischen Spiele in Sydney. Was machen Sie da? Denen dank du Sportmuffel. Aha. Und wie sehen Ihre Pläne nach Sydney aus? Also entweder schliesse ich einen Modelvertrag ab für Martina Hingis. Oder dann mache ich das, was jeder Spitzensportler nach dem Rücktritt macht. Das wär? SVP-Politiker. So, jetzt Jungs, jetzt machen wir noch mal eine Runde. Hey, aber volle Power. Wie kommt der an sich doch für intellektuelle Viktor Jacopo, hat der die Seite eines Harry Haslers und eines Freddys? Ja, das ist natürlich, wird immer wieder gespekuliert, oder kommt das von innen raus oder nicht. Aber ich behaupte, und vielleicht gibt es Leute, die mich besser kennen und das Gegenteil behaupten, aber ich behaupte, die Figuren sind alle sehr weit weg von mir.
Das sind einfach Figuren, die ich irgendwann mal gesehen habe und wo sich dann Teile von denen auf meiner Festplatte ablagern. Und irgendwann mal, dann, wenn man so eine Figur brauchen kann, nimmt man das für. Es taugt dann nicht jede Figur, um wiederholt zu spielen. Es gibt solche Figuren, die ich einmal gespielt habe, dann haben wir gefunden, das lassen wir lieber. Und andere, die werden wirklich sehr bekannt und beliebt. Aber Sie waren ja, Schweizer Fernsehen war ja irgendwie Victor Jacobo, Victor Spätprogramm. Das waren ja auch wirkliche Sendeformen, die einem Spaß gemacht haben als Zuschauer, enorm viel Spaß. Und dann geht der Victor Jacobo vom Schweizer Fernsehen weg. Hat er ein Sabbatical angetreten, also gab er sich eine Auszeit oder will er was ganz anderes machen? Ja, ich mache ja nebenbei noch andere Sachen, oder? Wir haben ja noch das Casino-Theater gegründet. Da möchte ich nachher noch drauf kommen. Der Film, aber es hat eben mit dem zu tun, oder? Weil ich habe jetzt auch gefunden, nach 13 Jahren ist das genug, das hat Spass gemacht, dass wir können neue Sendeformen machen an dem Fernsehen. Und ich bin auch unterstützt worden vom Schweizer Fernsehen, das muss ich also sagen, weil sie haben uns die komplette Freiheit gelassen. Das ist nicht selbstverständlich bei einem Unternehmen, das auf Konzessionen angewiesen ist. Und ich habe einfach gefunden, nach 13 Jahren wollte ich mich jetzt ein bisschen auf andere Sachen konzentrieren. Wir haben zum Beispiel einen neuen Film, den wir planen und jetzt am Schreiben sind. Schweizer Film, oder? Ja, der wird vielleicht dann ein bisschen... könnte sein, dass man den etwas ausweitet, vielleicht noch auf Deutschland. Aber das ist wirklich noch sehr früh, um das jetzt zu sagen. Und ich möchte mehr fürs Theater machen, möchte mehr ins Theater spielen und schreiben. Theater. Ich meine, Sie haben das Theater in Winterthur, das Casino Winterthur, was eigentlich früher sozusagen die Kleinkunstbühne war, das hat sich ja bei Ihnen erweitert. Also es ist ja ein Generationswechsel. Also die Gmürs und die Schneiders treten in den Hintergrund. Jetzt kommen eigentlich die neuen, also die Jacobos, die auch Verantwortung dann übernehmen. Ja, ja, gut. Also das, ich meine, das hängt gar nicht so sehr an Namen. Es ist einfach ein Haus da gewesen, in Winterthur, das sehr ideal ist mit Restaurant, mit Theatersaal, mit Festsaal. Und die Idee war einfach, dass man ein Theater führt, wo viele Künstler zusammen, das sind ältere Künstler dabei und jüngere, das spielt eigentlich keine Rolle, die da Aktien gezeichnet haben, die das Haus übernehmen und bestimmen, was dort reingeht. Das läuft seit einem halben Jahr, das läuft sehr gut und wir tun ja das Spektrum, was dort läuft, sehr breit setzen. Oder? Also wir tun nicht sagen, wir sind jetzt die bestimmen, was da läuft und wir sind die Allergrössten, sondern es wird alles, was in dem grossen Spektrum an Kleinkunst, Theater läuft, hat bei uns einen Platz. Und da passiert ja unheimlich viel. Da passiert viel. Und ich habe mir vorhin erzählt, jetzt habt ihr gerade aus Berlin eine Kultgruppe da. Ja, die Malediva, die leider da in der Schweiz noch nicht so bekannt sind. Aber wenn sie dann das zweite Mal, das dritte Mal da sind, werden sich die Leute um Tickets balgen. Jetzt können wir die eigentlich als Erste präsentieren. In Deutschland sind sie, wie gesagt, jetzt schon sehr bekannt. Und wir wollen eben bei uns einen Mix machen zwischen dem, dass man bekannte Künstler hat, wo wir das Haus vollkriegen. Ja. Und nebendran zwischen ihnen immer wieder Künstler, die man noch nicht kennt, die man entdecken kann, dass die Leute sich auch ein bisschen daran gewöhnen, dass sie können sagen, okay, im Casino-Theater kann ich immer hingehen, auch wenn ich den Namen nicht kenne. Ja. Es kommt etwas Überraschendes und etwas Gutes. Ein kleines Wort ging vorhin ein bisschen unter. Ich möchte auch wieder mehr machen fürs Theater. Mhm. Und zwar nicht nur sozusagen das Theater wahrscheinlich als Manager auch, sondern vorne. Ich bin gar nicht Manager. Theaterdirektor ist der André Togni. Aber so vorne, ich glaube, sie zieht es doch auf die Bühne. Ja, natürlich. Ich arbeite natürlich im Casino-Theater gleich mit wie die anderen Künstler auch. Und wir machen natürlich unsere Produktionen natürlich. Ich würde wieder gerne mehr schreiben. Mhm. Viel mehr als jetzt spielen. Spielen tue ich auch gerne, aber ich habe in letzter Zeit wenig Zeit zum Schreiben fürs Theater oder für den Film. Und wir haben Theaterproduktionen geplant, zum Beispiel im nächsten Jahr machen wir wieder eine All-Star-Produktion, eine sogenannte, wie wir bei der Eröffnung schon gemacht haben, wo all die bekannten Künstler, die bei uns dabei sind, mitspielen. Wir machen eine Wilhelm Tell-Inszenierung im späteren Frühling. Und das ist natürlich irgendwie besteht aus lauter VL-Besetzungen, das ist klar. Und ich mache auch ein Bühnenprogramm, habe ich geplant, zusammen mit dem Mike Müller und dem Patrick Frey. Und auf diese Sachen mich jetzt konzentrieren, da habe ich Spass. Aber auch mehr Freizeit haben, mehr Privatleben, mehr Reisen, mehr Lesen. Also Sie lesen ja verhältnismäßig schon viel, weil jeder Satiriker, die mir bisher untergekommen sind, sind eigentlich hochbelesene Menschen, weil sonst geht es nicht. Ja, das bedeutet mir viel zu lesen. Ja.
Aber neben dem Lesen noch ganz kurz die Lektüre des Wilhelm Tell. Wer sind Sie da? Der Gessler, glaube ich, sind Sie nicht. Nein, aber das kann man wirklich im Moment noch nicht sagen. Es wird, Katja Fröh wird es inszenieren. Wir werden natürlich auch ein bisschen darauf Rücksicht nehmen, was jedem so ein bisschen seine Fähigkeiten sind und so. Aber dass es Fehlbesetzungen wird geben, das ist ja klar, oder? Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei jemandem, der eigentlich weder auf der Bühne noch hinter der Bühne noch im Film überhaupt jemals eine Fehlbesetzung ist oder war oder auch nie wird. Vielen herzlichen Dank, Viktor Jacopo. Und Dankeschön. Allen nochmal ans Herz gelegt, ihr könnt wirklich alle bei diesen drei CDs enorm viel lachen. Und das ist in der heutigen Zeit eigentlich doch auch schon unheimlich wichtig. Mhm. Vielen Dank, Herr Jacopo. Dankeschön, Herr Gott.